So, halli hallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Risen. Hallo. Was ist? So, der ist schon sehr freundlich. Was machst denn du hier? Was machst du hier? Wache schieben. Boah, krass. Kein Mann großer Worte. Und? Wie läuft die Wache? Beschissen. Stell du nicht mal Tag und Nacht in den Sumpf. Ist kalt? Nein, hier stinkt's. Oh, wir sind's nicht. Wer hat hier das Sagen? Der Don. Wer? Der Kerl im Tempel. Ach. Hammertyp. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Da hat er eigentlich auch recht. Was machst du hier? Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachpost. Ach was. Also wir sind ein sehr sarkastischer Protagonist. Ach, ganz viele Dialogoptionen. Wo genau sind diese Ruinen? Überall da, wo der Boden Buckel hat. Schön. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Die sind eklig. Echt nicht wahr. Krass. Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Bauernklatschen. Was macht euer Don im Tempel? Geschäfte. Welche? Das geht dich nichts an. So? Ich wette, du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Na, wir können ja auch nicht provozieren. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst die falschen Fragen. Okay, versuchen wir es mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? 30 Gold? Das ist ja Wahnsinn. Dann machen Gut. wir das. 30 Gold sind schon was. Im Sumpf für 30 Gold. Okay, mach weg die Dinger. Ja, ja. Und wehe, du zahlst nicht. Ja, kannst du mich trainieren? Kannst du mich trainieren? Weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiele nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Mehr nicht. Gut, schauen wir mal, was du so im Repertoire hast. 200 Gold will er hier für einen, nee. Wollen wir ein bisschen provozieren? Solltest du nicht an der Ausgrabungsstelle im Sumpf aufpassen? Sagt wer? Der Arbeiter Danny. Er wartet schon seit Ewigkeiten auf deine Unterstützung. Arbeiter sind mir egal. Ist ja interessant. Krass. Okay, der hat keinen Bock, aber wir haben uns ja jetzt eh schon angeboten und wir kriegen sogar noch Geld dafür. Wenn wir Glück haben von Danny auch noch. Duck, was machst du denn hier? Ach so, das war der mit dem Wurm. Boah, fünfmal Fleisch, komm. Das machen wir. Kommen wir da einmal rum? Ja. So, die rauchen hier ihr Pfeifchen. Boah, ist das fett. Na, schmeckt's euch? Das war Ricardo. So, Domingo. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Kiffen ist keine Beschäftigung. Erzähl mir was über dieses Lager. Bist noch nicht lange hier, was? Also pass auf, ich mach's kurz. Wenn du essen willst, musst du dafür arbeiten. Aber wenn du hier bist, um abzusahnen, gehst du besser zu den Kuttenträgern in der Vulkanfestung. Hier wird dir jeder die Hand abschlagen, wenn du dich an den Sachen anderer vergreifst. Klar? Und jetzt geh wieder, ich hab zu tun. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ein guter Kämpfer? Der Beste. Und jetzt geh. Ich hab keine Zeit zum Quatschen. Gut, der ist nicht so freundlich. Duck haben wir schon, da ist nur ein Handlanger. Ah, da hat's Motten. Sam. Hallo. Ich habe hier noch nie gesehen. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. So, so. Mann, da hast du dir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Gegend hier ist gefährlich. Du bist kein Holzfäller, oder? Nein. Auch wenn es vielleicht gerade so aussieht. Ich bin Jäger.
Meine Jungs und ich kümmern uns um die Fleischbestände des Banditenlagers. Mhm. Oh, du kannst mir bestimmt auch was beibringen. Willst du mir was beibringen? Du willst doch wohl nicht Holz hacken. Ich dachte eher an die Jagd. Da bist du bei mir richtig. Gut. Ja, was kann er mir... Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Beibringen. Geschick. Das brauchen wir noch nicht. Also, der macht mehr Schaden im Fernkampf. Geschick. Bogen. Ich bin echt kein Fan von Bogen in dem Spiel. So. Schleichen ist wichtig. Das brauchen wir. Und Tiere ausweiden bräuchten wir auch. Aber wir haben kein Gold. Leider. Da. Du bist Anführer der Jäger? Ja, aber wie du siehst, komme ich hier nicht weg, um mich um sie zu kümmern. Meine Jäger machen momentan, was sie wollen. So. Lass doch den Kram hier liegen und mach was anderes als Holzsägen. Wenn ich könnte, würde ich. Das kannst du mir glauben. Doch ich fürchte, dass es Brogar nicht gefallen würde, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache, bevor sein Holz hier gesägt ist. Brogar? Der Anführer der Kämpfer. Ein ganz übler Bursche. Du wirst ihn ganz sicher noch kennenlernen. Der klingt ja schon ganz nett. Du sägst Brogars Holz? Allerdings. Er sagt, er müsse seinen Vorrat an Brennholz aufstocken. Aber das ist reine Schikane. Warum? Ich habe mich mit ihm angelegt. Und jetzt lässt er mich dafür bluten. Ja, das ist aber selbstverschuldet, mein Freund. Heißt das, dass Brogar dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Was soll ich machen? Ich kann ja nicht Holz sägen und gleichzeitig jagen gehen, du Schlaumeier. Warum wehrst du dich nicht dagegen? Im Moment habe ich keine andere Wahl. Er hat die ganzen Kämpfer auf seiner Seite. Das klingt so, als hättest du Angst vor ihm. Ist das so? Nun, dann solltest vielleicht du mal mit ihm reden, was? Er ist gleich dort drüben. Viel Spaß, Kleiner. Oh, warum haben wir nur so eine große Klappe? Ah, wir müssen irgendwie an Gold kommen. Wir haben 43. Verkaufen. Aus dem Fach will ich gar nichts verkaufen. Die können wir mal hier reinlegen. Hier, das Einzige, was wir verkaufen könnten, wären Krallen und Zähne. Aber ich meine, die würden 2 Gold geben pro Dings. Das ist es noch nicht so wirklich wert. Ah, ich will auf jeden Fall schleichen und Tiere ausweiden. Also Tiere ausweiden vor allem, weil das gibt uns dann viel Geld. Weil wenn wir nicht schleichen können, dann können wir hier auch nichts klauen. Und Diebe ausrauben macht natürlich sehr viel Spaß. So, Brogar bist du. Wollen wir uns mit dir anlegen? Wir legen uns mit dir an. Komm, wach mal auf. Hallo. Hey, kann mich nicht erinnern, dir erlaubt zu haben, mit mir zu reden. Was ist dein Problem? An deiner Stelle würde ich wieder meine Schaufel greifen und weiterarbeiten. Ich bin kein Arbeiter. Bist du nicht? Sehr gut. Dann bist du ab jetzt mein Lakai. Ich hab Hunger. Bring mir eine gebratene Keule Fleisch von der Köchin Rachel oben bei der Schmiede. Aber beeil dich, sonst komm ich dich holen. Geben wir mal das Fleisch, das gibt eine uns Erfahrungspunkte. Eine Keule gebratenes Fleisch. Warst du bei der Köchin und hast dir was geben lassen? Nein, noch nicht. Bah, wer weiß, wo du diese stinkende Keule aufgegabelt hast. Von der Köchin Rachel habe ich gesagt, du Schwachkopf, beweg dich. Och Mann, na gut. Wir legen uns lieber noch nicht mit dem an, weil unsere Kampffertigkeiten sind echt... noch nicht so schön. Craig. Hi. Hast dich wohl verlaufen, was? Mach dir mal keinen Kopf. Ich werde mich schon um dich kümmern. Mhm. Wer bist du? Ich bin Craig. Wenn du dein hart erarbeitetes Gold loswerden willst, dann bist du bei mir genau richtig. Ah, bist du ein Händler? Nee, da, Moment. Geh mir an die Taschen und du kannst was erleben. Was denn? Hast du kein Interesse an einem kleinen Spielchen? Wie funktioniert dein Spielchen? Ha, bist neugierig geworden, was? Also, pass auf, ich erklär's dir. Du gibst mir einen Teil deines Goldes und wenn du gewinnst, bekommst du deinen Einsatz doppelt zurück. Und wenn ich verliere? Dann gehört dein Gold mir. So einfach ist das. Was müsste ich dafür tun, um zu gewinnen? Das kommt darauf an, worum es geht. Wir spielen um alles hier im Banditenlager. Wer ist der nächste Arbeiter, der von einer der Sumpfkreaturen gefressen wird? Wer gewinnt den nächsten Arenakampf? Solche Dinge.
Tja, aber wenn du auf dich selbst setzt, nun, da solltest du schon etwas dafür tun. Gut. Also der bietet uns hier seriöse Geschäfte an. Wer sagt mir, dass du mein Gold nicht einfach behältst? Ein wenig mehr Mut hätte ich dir schon zugetraut, Bursche. Aber wie du willst, dich zwingt ja keiner. Du musst nicht spielen. Aber so ein Arena-Kampf klingt schon verlockend. Für Leute, die kämpfen könnten. Ihr kämpft auch um Gold? Ist schon etwas länger her, aber ja, wir kämpfen auch um Gold. Drüben im Westen haben wir eine kleine Arena. Dort halten wir unsere Kämpfe ab. Was ist mit dir? Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Ja, ich habe zwar noch nicht so viele Heiltränke, aber ja. Erstmal trainieren. Kann ich hier irgendwo trainieren? Da bist du bei mir genau richtig. Wenn du willst, trainiere ich dich. Ah, da haben wir einen neuen Kampflehrer. Erzähl mir mehr über die Arena. Der Kampf in der Arena ist keine ernste Sache. Wir machen das, um uns zu messen und zu trainieren. Wenn du kämpfen willst, geh zu einem unserer Kämpfer und fordere ihn heraus. Wenn der sich mit dir schlagen will, geht er mit dir in die Arena. Der Kampf beginnt, wenn beide Gegner in der Arena stehen und ihre Waffen gezogen haben. Wer zu Boden geht, hat verloren. Ja, verstehe. Mhm. Ja, kämpfen will ich noch nicht, aber wer wäre denn gut? Welcher Kämpfer ist denn gut? Ricardo ist eine Pfeife. Den würde ich mit der linken Hand fertig machen. Naja, Lorenzo ist auch nicht besonders. Domingo ist wohl der Beste hier im Lager, so wie ich das sehe. Und du? Du nicht. Was würdest du mir denn beibringen? Stärke, das wäre interessant, und Schwertkampf, das wäre eigentlich auch interessant. Schwerter mag ich, Äxte mag ich nicht so. Hier haben wir Äxte am Spieß. Hm, die können wir ein bisschen drehen. La la la. Okay, das reicht. Liegt da noch irgendwas? Feuer, oder? Nee. Oh, hier haben wir noch ein paar Hühner. Ah, verreck mal. Oh, die Jäger wollte ich nicht angreifen. Entschuldigung, ich will nur das Huhn. So, gib mir lecker Essen. Eine Bank. Nö. Die brauchen wir nicht. Seid ihr wichtige Charakter? Hawkins und Jäger. Ich bin zu müde. Ich hoffe, es ist wichtig. Und wer bist du? Ich bin die ärmste Sau, die du je gesehen hast. Tag ein, Tag aus schuft ich mir hier den Arsch ab. Und was ist? Ständig werden mir obendrein noch Steine in den Weg geworfen. Manchmal wünschte ich mir, die Sumpfwürmer würden hier alles töten, was zwei Beine hat. Bist du hier der Depp vom Dienst? Was machst du eigentlich? Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Ich bin Anführer der Arbeiter und soll mich um die Ausgrabung kümmern. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll, wenn hier jeder tut, was er will? Tja, Banditen sind halt frei vom Willen her. Wer wirft dir Steine in den Weg? Alle paar Tage wird einer meiner Leute von einem Wurm oder Schlimmerem gefressen. Wir Arbeiter sollen die goldenen Artefakte sammeln und zu Beppo bringen. Doch nicht gegen die ganzen Monster kämpfen. Broga, was Riesenarschloch, sollte mich dabei eigentlich unterstützen. Ja, glaubst du etwa, er oder einer seiner Kämpfer bewegt sich, wenn uns was passiert? Vergiss es. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was ich dir geben kann, ist Arbeiterkleidung. Die ist aber nicht umsonst. Außerdem bist du keiner meiner Arbeiter. Also, warum sollte ich dir unsere Kleidung geben? Mal angenommen, ich schaffe es, dass deine Arbeiter wieder arbeiten. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich dein Job ist. Was wäre dann? Na gut, wenn du das tatsächlich hinkriegst, können wir nochmal darüber reden. Neue Kleidung, das wäre passend, weil wir haben ja immer noch die Fetzen vom Schiffsunglück. Die stinken auch mittlerweile richtig. Schlechte Moral unter deinen Leuten? Schlecht ist gar kein Ausdruck. Der Goldrausch vergiftet die Gemüter meiner Arbeiter. Wenn nur einer von ihnen die Schlagkraft eines Kämpfers hätte, wäre er schon längst nicht mehr hier. Dann würdest du ihn nur noch in einer Kneipe oder einem Bordell der Hafenstadt rumhängen sehen. Dann red mal mit Broga. Ich werde mal mit Broga darüber reden. Du bist doch total bescheuert. Was willst du denn da machen? Keiner hier kommt gegen die Übermacht der Kämpfer und schon gar nicht gegen Broga an. Also Broga ist ein richtiges Arschloch hier.
Wer gehört hier alles zu deinen Leuten? Arbeiter arbeiten. Oder auch nicht. Jedenfalls sind sie meist an Ausgrabungsstellen zu finden. Ein Arbeiter ist, wer Arbeiterkleidung trägt. Das wirst du doch wohl erkennen können. Oder? Dann stell nicht so blöde Fragen. Ja, weil ich klatsch dich gleich um. Wir pöbeln mal lieber nicht. Ich will die Erfahrungspunkte und das Gold. Schon gut. Ich dachte, ich frag lieber mal nach. Ich hab damit nicht angefangen. Du wolltest dich um die Scheiße kümmern. Ich hab dich nicht darum gebeten. Ich würde am liebsten jetzt so krass eine... Wer zur Hölle macht eine Graupe wie dich zum Anführer der Arbeiter? Ich hab's mir nicht ausgesucht. Der Don kam eines Tages zu mir, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte... Ab jetzt kümmerst du dich um die Ausgrabung. Und bums, hatte ich den Job. Ja, genau so war's. Da bin ich mir sicher. Erzähl mir mehr über eure Ausgrabungsstellen. Wir haben drei. Eine im Osten des Tempels und zwei sind mitten im Sumpf. Wenn du über Artefaktkisten stolperst, bist du richtig. Verstehe. Dann, wie kann man Broga am besten bearbeiten? Hör mal auf zu jammern und erzähl mir lieber, wie man Broga bearbeiten könnte. Du hast doch einen Vogel. Ich mach da nicht mit. Du bist ein Weichei. Lieber Weichei und lebendig als ein Held und tot. Bei meinem schwachen Herz lasse ich mich lieber auf keinen Ärger mehr ein. Jetzt übertreib mal nicht. Geh und frag die Jäger, wenn du mir nicht glaubst. Die können dir erzählen, wozu Broga fähig ist. Ich sehe schon. Das hat keinen Zweck. Gut. Hawkins hilft uns nicht weiter, aber wir könnten eventuell Arbeiterkleidung von ihm kriegen. So, auf die Bank will ich mich mal nicht hocken. Da hat es noch eine Gruppe Arbeiter. Und Hühner. Ich meine, tote Hühner. So, upsi. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Es tut mir leid. Handlanger, unwichtige Nebencharaktere, Handlanger. Eine Schaufel. Die nehme ich. Clay, Dwight. Einfache Truhe. Nimm mal die zuerst. Was liegt denn hier Schönes drin? Krautstängel. Wirkt entspannend. Und ein Bierlet, das nehmen wir auch mit. So, Clay, du pennst gerade so schön. Wach mal auf. Was willst du denn von mir? Hast du nichts zu tun? Nö. Was machst du? Was machst du hier? Blöde Frage, schieb hier Wache. Ja klar, das sehe ich. Worauf passt du hier eigentlich auf, hä? Hat dich Broga geschickt, mir auf die Nerven zu gehen? Nicht direkt. Dann hau doch einfach wieder ab. Gut, wir brauchen Brogas direkten Befehl. Du siehst ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön ruhig hier. Keiner geht mir auf die Nerven. Hier macht doch eh jeder, was er will. Der hat gekifft. Ganz klar. Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Ich bin Arbeiter und soll die Kisten hier zu Beppo bringen. Aber weißt du was? Der kann mich mal. Hawkins ist mein Boss. Und solange der mir nicht sagt, dass ich mich bewegen soll, mache ich's auch nicht. So, so. Du sollst wieder an deine Arbeit gehen. Ach ja? Sagt wer? Hawkins. Er ist schon ziemlich sauer. Tatsächlich? Dann soll er doch herkommen und es mir persönlich sagen. Macht er eh nicht. Und jetzt verschwinde und geh mir nicht mehr auf die Nerven. Oh, Dwight. Das ist gerade ganz schlecht. Hätten ihm aufs Maul geben sollen. Mist. So, hier haben wir eine Spitzhacke und nochmal eine Schaufel. Und diese Stelle ist ganz wichtig, weil da können wir Schatzkisten ausgraben. Das heißt, wenn wir hier im Sumpf ein bisschen die Augen offen halten, könnte da was Gutes für uns rausspringen. Wir sind falsch mit Dwight umgesprungen. Wir müssen ihm echt mal... 20 Gold will ich dem nicht geben. Das Gold will ich behalten, was wir haben. Also ein bisschen aufs Maul gehen. Ich fühle mich so schwach. Aber die Banditen hören nicht so auf diplomatische Lösungen. So, Schatz. Was haben wir denn? Lichtzauber. Ja gut. Und 41 Gold. Das ist sehr schön. Das freut mich. So, dann nehmen wir hier mal noch kurz die Beere und den Pilz. Und ich würde sagen, wie es im Banditenlager weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich will schlafen. Gibt's Probleme? Clay will schlafen. Was gibt's? Dwight hat auch keinen Bock mehr. Kann ich das Bild hier klauen? Nee, schade.
Oder hat Hawkins noch was zu sagen? Ich hoffe, es ist wichtig. Oh ja, doch, dann machen wir das noch. Der Arbeiter Dwight gibt einen Dreck auf deine Befehle. So ein Mistkerl! Beppo wird im Sechseck springen, wenn er nicht bald die Artefaktkisten geliefert bekommt. Und jetzt? Man müsste dem Mistkerl mal so richtig den Hosenboden langziehen. Ja, mach das. Ich soll das machen? Vergiss es. Ich leg mich doch nicht mit ihm an. Du bist ein Held. Gut. Wie wir ihm den Hosenboden langziehen, sehen wir im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans und Peter. Ciao.